Mit diesem Video versuche ich euch zu unterhalten, meine Leidenschaft für die hier gezeigten Inhalte zu teilen. Es soll aber nicht diese Werke ersetzen. Bitte unterstützt ihre Veröffentlichung, um weiterhin solche großartigen Geschichten zu erleben. Japan, das Land der aufgehenden Sonne, des Lächelns, der Samurais und Ninjas. Der knappen Schulmädchenuniformen und Monstern in den Straßen. Es ist auch das Geburtsland der Mangas und Animes. Eine einzigartige Faszination geht von ihnen aus, welche die unterschiedlichsten Menschen anspricht. Während Extrovertierte oft von der Action und den visuellen Effekten angezogen werden, finden Introvertierte tiefere Bedeutung in den Charakterentwicklungen und emotionalen Themen. Diese Vielfalt macht sie so einzigartig und lädt jeden ein, diese Welten zu erleben. Aber was sind Mangas und Animes eigentlich? Lasst uns einen gemeinsamen Blick auf diese Frage werfen. Was macht sie so einzigartig? Wo haben sie ihren Ursprung? In einer kleinen Videoreihe werde ich versuchen, das Thema aus meiner persönlichen Sicht zu beleuchten. Mangas, Ursprung und Herkunft des Phänomens. Um eines direkt mal anzusprechen. Mangas sind Comics und Animes ist die Kurzform des Wortes Animation. Diese Aussage ist zwar richtig, jedoch für mich persönlich viel zu oberflächlich. In Deutschland denkt man bei Comics oft an Batman, Spider-Man, Superman, Mickey Mouse und Asterix. Mit Mangas hingegen bringt man meist Hefte und Bücher, die einen charakteristischen japanischen Look haben, in Verbindung. Verlage hierzulande machen eine klare Unterscheidung zwischen westlichen Comics und japanischen Mangas. Doch in Japan werden alle Arten von Comics als Manga bezeichnet. Und wenn ich der wörtlichen Übersetzung glauben darf, bedeutet das Wort Manga selber ungezwungenes, ungezügeltes, seltsames Bild und wird ungefähr dem 18. Jahrhundert zugeordnet. Diese Übersetzung trifft bei einigen Bildern und Werken sehr gut zu. Was zum Anziehen? Wie cool! Leider konnte ich vor Ort das nicht nachprüfen, da eine Reise für mich momentan schwierig. Auch das Erreichen von Experten gestaltete sich etwas kompliziert. Daher stütze ich mich auf Informationen, die ich im Netz gefunden habe. Eine der ersten Zeichnungen, die man als Vorläufer von Mangas bezeichnen könnte, stammen aus dem 12. Jahrhundert. Es handelt sich um die Schriftrolle Scrolls of Frolicking Animals, auf die Tiere abgebildet wurden. Während der Edo-Epoche im 17. Jahrhundert waren Karikaturen, Szenen aus dem Alltag und auch erotische Zeichnungen sehr beliebt. Die Mangas, wie wir sie heute kennen, entwickelten sich jedoch erst im 20. Jahrhundert. Rakuten Kitazawa wird oft als Vater der modernen Mangas bezeichnet. Er war einer der ersten, der bestimmte visuelle und erzählerische Techniken verwendete, die heute auch noch angewendet werden. Während Kriegszeiten wurden Mangas oft zu Propagandazwecken verwendet. Nach dem Zweiten Weltkrieg halfen sie bei der Ablenkung und Trost während der Besatzung Japans, allerdings sehr stark eingeschränkt und zensiert. Eine wichtige Person dieser Zeit war Osamu Tezuka, auch bekannt als der Gott der Mangas. Tezukas Werke waren von Walt Disney und europäischen Filmen geprägt. Viele namhafte Mangakas waren Schüler von Tezukas und ließen sich von seinen Werken inspirieren. Mit der Zeit schuf er Figuren und Geschichten, die für viele bekannte Gesichter der Manga-Kultur als Grundlage dienten.
Auch wenn Rakuten und Tezuka nicht die Erfinder der angesprochenen Techniken sind und für den normalen Leser mittlerweile eher unbekannt sein dürften, sind gerade diese Techniken und Arbeiten, die den Erfolg von Mangas beeinflusst haben. Aber nicht nur in Japan erfreuen sich Mangas großer Beliebtheit. International haben besonders Manga-Serien wie Dragon Ball, City Hunter, Tsubasa und Akira dazu beigetragen, dass Mangas sich um den Globus verbreiten. Wir haben nicht nur die Comicwelt erobert, sondern auch einen festen Platz in der Popkultur. Sei es Filme und Serien, die den Inhalt des Mangas adaptierten. Zugegeben, von Manga zu Realfilm leidet meist der Inhalt darunter und bis auf Oberflächlichkeit bleibt wenig vom Original übrig. Charaktere, welche die Mode oder Kleidungsstil im Alltag beeinflussen. Oder Musiker und Bands, die bei einigen Titeln einen Einfluss von Mangas bzw. Animes erkennen lassen. Sehr bekannte Beispiele wären Werner Breaking the Habit von Linkin Park oder das Album Discovery, welches eine zusammenhängende Geschichte erzählt und eine Zusammenarbeit mit Band Daft Punk sowie den Künstlern Reiji Matsumoto und Director Katsuhisa Takenouchi. Oi. Insgesamt haben Mangas eine lange und faszinierende Geschichte, die immer noch weitergeschrieben wird. Und gerade in Deutschland gibt es noch viel zu entdecken. In meinem nächsten Video werde ich mich der Geschichte der Mangas in Deutschland widmen. Bleibt also gespannt.